Sie kommt durch die Kurve, sie hat Ideallinie, fährt. Und jetzt hat sie es geschafft. Die erste schnelle Runde. Und die Zeit wird sicherlich jetzt anders. 12,7 ist ja eine gute Zeit, die hier vorliegt. Das haben wir schon gesehen in den Qualifikationsrennen. Auf dieser Bahn ist eine 12,7, also eine gute Zeit. Und wie gesagt, die erste Landeende ist damit. Hans-Peter hat sie in die Runde geschoben. 32 Jahre alt ist Jane, kommt aus Nordleda, fährt für Kaihin Berlin Racing Team, ist Teamassistentin in der Windbranche. Die geht jetzt in die zweite Runde, kriegt das Signal gleich in der Kurve für die schnelle dritte Runde. Jetzt weiß sie, dass sie sich konzentrieren muss, sucht die Ideallinie, die kommt also aus der Kurve, geht über die Ziellinie, geht rein in die Kurve, über die Ideallinie, bleibt schön tief, bleibt unten, rast durch die letzte Kurve, kommt zum Start, Zielbereich. Sie fährt für die Radrenngemeinschaft Bremen RRG, ist Schülerin hier in Ritterhude und geht jetzt auf die schnelle Runde. Sie ist von ihrem Vater eingestellt worden. Achim Wiese ist Radtrainer, ist Trainer für den Nachwuchsbereich. Sie hat keine Schläger drin und das wird eine schnelle. Elfi, das hast du klasse gemacht. Super! Mit der Startnummer 6 war das Elfi und die letzte Starterin hier im Damenfeld. Geht auf die Startlinie zu, zieht durch die Kurve und das ist die Zeit, die anderen schlagen müssen, wenn sie hier gewinnen möchten und sich die Hürde des Jedermanns holen möchten. Das ist die Zeit. Über diesen Weg kann er wahrscheinlich sein Material optimal vermessen und weiß, was er fährt. Geht jetzt in die schnelle Runde. Marcel Wand ist ja schon sehr erfolgreich unterwegs und geht jetzt über die Stadt. Weil macht sich klein, zieht wahnsinnig durch die Kurve, ja. Ist auf der Ideallinie, kam leicht zu weit raus, aber jetzt hat er die. Kommt aus Duisburg, ist 21 Jahre alt, besucht zurzeit die Meisterschule. Möchte Heizungstechniker werden, wie gesagt, der besucht dort die Meisterschule. 21 Jahre alt, aus Duisburg, startet jetzt in die Rente, in die schnelle Runde. Jan van der Spreng. In Bütgen durchgesetzt haben und jetzt hier darum kämpfen am Montag beim Finale. 20 Jahre alt. Und geht jetzt in die Runde. Ja. Trainiert in Frankfurt auf der Bahn, ist 17 Jahre und heute mit seinem Vater hier, Jesper Schröder aus Rothenburg, fährt für den RC Blau. Jasper Schröder, sechster Start.
seinen Lauf